Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde zu Baldur's Gate. Jo, wir sind immer noch im vierten Level oder auf der vierten Etage von Durlaks Turm. Die letzte Etage zum Glück, das heißt, wir sind bald fertig mit Durlaks Turm und damit eigentlich auch größtenteils mit dem Spiel. Es fehlt dann nur noch der Endkampf von Zarevok. Aber irgendwann muss alles ja mal zu Ende gehen, hm? So, wir waren hier in der Grabeskammer als letztes und hier hätten wir ein Grab zum Anklicken. Was? Ich frage mich aber, was das, für ein, was das für ein Ring ist, der da rumliegt. Ach, irgendeiner. Wir sind gerade ein bisschen überfüllt, glaube ich. Ja, ein bisschen viel überfüllt. Soll vorkommen. Ja, gib das mal Düner hier, da hat sie etwas Munition mehr übrig. So. Gut, das heißt, wir haben noch ein paar Sachen, die wir benutzen können. Wir haben viel zu viel Zeug dabei, was wir verkaufen können nachher. Zum Beispiel den Kelch hier. Ja, beinahe unter meiner Würde. So, dann geht's jetzt hier erstmal ab. Klicken wir mal auf das Bett. Und wir landen wieder in dem Kompassraum. Was wollt ihr? Das heißt, Steindurlak hat wahrscheinlich wieder eine neue Aufgabe für uns. Gucken Nichts wir mal. Leichter als das. Oder ein neues Rätsel. Ah, sehr viele Antwortmöglichkeiten. Mein Vater zog umher wie ich und sah in seinen Lebzeiten viel von der Welt. Man hatte vor ihm Respekt, aber er hatte kein Heim. Er starb ganz für sich in einem fernen Land, ohne irgendwelche verwandten Zwerge um sich. Das wird mir nicht passieren. Soweit folge ich ihm dann doch nicht in seinen Fußstapfen. Ich wollte nicht Durlak der Clansoße sein. Davor fürchtete ich mich, das ist jetzt ein Punkt. Manchmal sehen die Punkte wie Kommas aus oder die Kommas wie Punkte. Hier zum Beispiel sieht das wie ein Komma und hier ist es ein Punkt. Das ist manchmal ein bisschen schwierig zu erkennen. Verfolgt die Spur dieser Furcht und zeigt mir, dass ihr etwas gelernt habt. Okay, wie immer, ich werde jetzt noch keine Wahl treffen. Dann sagt er wieder dasselbe. Was? Gut. Dann reden wir mal mit den anderen dreien. Zuerst mit dem Steindoppelgänger. Wir waren die leibhaftige Furcht. Wir kamen in das Heim, das Durlak erbaut hatte, und wir versteckten uns in Menschen, die er geformt hatte. Wohl eher in Zwergen, oder? Mit den Tentakeln als Anführer vergifteten wir den Clan. Also wieder die Elifiden, die alles geleitet haben. Und die Albträume von Durlak wurden Wirklichkeit. Unsere Meister sagten, sie können seinen Zorn sogar in der Luft schmecken, aber immer war auch die Furcht da. Wir waren die leibhaftige Furcht, aber sie war bereits dort. Also waren die Doppelgänger nicht die Furcht von Durlak. Also seine wahrhaftige Furcht. Wir folgten Durlak, wir waren sein Volk, seine Familie. Durlak Trolltöter, Sohn von Bolo Donnerachs, dem Clanlosen, hat diesen Ort mit den Errungenschaften seines Abenteuerlebens geschaffen. Zu jenen Zeiten war es hier großartig und wir nahmen das, was wir brauchten, von den Reichtümern um uns herum. Wir wurden stark und stolz und Durlak fühlte schließlich, dass er ein Heim hatte. Wir waren seine Zukunft, seine Familie und wenn wir verloren wären, wäre er es ebenso. Das war die verborgene Furcht, die darunter lag. Wir folgten Durlak, wir waren sein Volk. Also, sie ist die Tatsache, dass er seine Familie verlieren könnte, seinen Clan, seine größte Furcht. So steht es ja, die verborgene Furcht. Und jetzt mit dem Steinbaumeister. Wir wappneten diesen Ort gegen alles, was da kommen würde. Wir bauten Vergeltung in die Stolperdrähte ein und Rache in die Brandkugeln. Klingt ein bisschen metaphorisch, oder? Wir arbeiteten den Hass in alle Ecken und Winkel ein, genau wie er es wünschte. Aber unsere Aktionen wurden von woanders gelenkt. Die Furcht, dass so etwas noch einmal passieren könnte, war das Fundament und sie sollte unter allen Umständen verhindert werden. Das war der Mörtel, der ihn zusammenhielt. Wir wappneten diesen Ort gegen alles, was da kommen würde, Freunde und Feind. Also es ist immer noch die Furcht, dass Durlak seine Leute verliert. Ja, gut. Und davor sollten ihn die Handwerker schützen oder die Fallen der Handwerker. Dann gucken wir mal. Also, was haben wir denn? Es begann mit euch und eurem Verlangen nach einem Heim.
Sie wuchs mit eurem Clan, da ihr fürchteten, die anderen zu verlieren. Sie zeigte sich anhand der Eindringlinge, die kamen, aber ihr hattet ihr Kommen bereits geahnt. Es wurde euer Heim, in dem ihr euch sicher fühltet. Naja, das letzte könnte man so sagen, nachdem die Maumeister wirklich, wie beschrieben, den Hass überall eingearbeitet haben. Und die Doppelgänger haben ja auch gesagt, sie konnten Dolaks Hass spüren, beziehungsweise die Gedankenschinder, die sie anführten. Es begann mit euren Clan und eurer Furcht, die anderen zu verlieren. Die Handwerker befestigten diesen Ort damit und dann zeigte sie sich anhand der Eindringlinge. Nun verfolgt sie euch ständig. Nein, das nicht. Die Handwerker haben ja den Ort mit Hass und Zorn und Rache befestigt und nicht mit Furcht. Also passt das hier schon mal nicht. Es gewann mit den Eindringlingen und ihren Drohungen gegen euch. Sie wuchs in euren Clan und an dem Gedanken, dass noch mehr sterben würden. Sie nagte eine Weile von innen an euch, bevor die Handwerker diesen Ort dagegen befestigten. Nein, mit den Eindringlingen begann es nicht, weil sie Steindoppelgänger hat gesagt, die Furcht war bereits dort, als sie gekommen sind. Also kann es nicht mit den Eindringlingen begonnen haben. Sie beherrschte die Handwerker und ihre Sorge, ob ihre Arbeit schützen würde. Das würde auch nicht zutreffen, weil die Handwerker haben gesagt, sie haben diesen Ort vollständig befestigt. Sie beherrschte euren Clan und dann auch euch, als ihr fürchtetet, dass ihr sie nicht beschützen könntet. Und dann waren sie in den Eindringlingen, die eure Rache fürchteten. Dass die Eindringlinge sich fürchteten, das stand nie zur Rede, also fällt das komplett weg hier. Es begann mit eurem Clan und seiner Furcht, sein Heim zu verlieren. Der Steinzwerg hat gesagt, sie sind stolz und stark geworden, also kommt das vielleicht auch nicht so richtig dazu. Es ist ja Dulags Furcht, sie zu verlieren. Die Handwerker taten, was sie konnten, aber sie waren nicht überzeugt von der Qualität ihrer Arbeit. Das ist auch wieder ein Widerspruch, weil die Arbeiter waren überzeugt, jedenfalls laut dem Steinarbeiter. Ihr fürchtetet die Eindringlinge, aber am Ende fürchteten sie euch. Das stimmt auch nicht. Weil, wie gesagt, von Furcht der Eindringlinge stand da nichts, also dass sich die Eindringlinge gefürchtet haben. Es begann mit euch, aber es beruhte hauptsächlich auf eurer Furcht vor den Eindringlingen. Na, das stimmt auch nicht. Dolak hatte mehr Furcht davor, seine Leute zu verlieren. Sie griff auf ihren Clan über und dann auf die Mauern des Ortes selbst, die von den Handwerkern befestigt worden waren. Also nein, in die Mauern ist der Hass eingearbeitet worden. Das heißt, das Sinnvollste ist wahrscheinlich das Oberste. Es begann mit euch und eurem Verlangen nach einem Heim. Genau, weil er fürchtete, die anderen zu verlieren. Und dann zeigte sich es anhand der Eindringlinge. Die Furcht war ja schon da, als sie kamen, so wollte ich sagen. Und dann haben die Handwerker halt den Hass eingearbeitet, dass sich Dolak sicher fühlt. Und es war sogar richtig. Ihr wisst nun also ein wenig mehr über mich. Vielleicht werdet ihr sogar am Leben bleiben. Und wir sind wieder hier. Was wollt ihr? Beinahe unter meiner Würde. Hast du uns was Neues zu sagen, Geist? Ihr habt den Raum gefunden, der euch den Weg weist, aber ihr seid noch nicht fertig. Der Weg ist noch nicht frei. Versteht die Pfade, die fortführen von hier, und ihr werdet zurückkehren. Dieses Phantom des Dolaks sagt, ich hätte die Pfade, die ich benötige, noch nicht richtig verstanden. Was? Nichts leichter als das. Okay, das heißt, wir waren einmal hier. Und wir waren einmal hier. Das heißt, es bleibt nur noch das, was ich als letztes aufschieben wollte. Nämlich das giftgrüne Gewurper hier. Wobei ich nicht mehr richtig weiß, was uns da überhaupt erwartet. Aber giftgrün bedeutet schon mal nichts Gutes, deswegen habe ich es auf den Schluss aufgehoben. Okay. Hier ist schon mal nichts, hier sind Pilze. Und ich glaube, diesen Schleim sollten wir meiden. Ich glaube, der war giftig, wenn ich mich noch richtig erinnern kann. Können wir da lang gehen? Nein. Da sehen wir zwar was, aber wir sehen nicht alles. Und da ist ein Schleimpool. Und ein großer Ghoul. Das war ein großer Ghoul und der hatte Unsichtbarkeit dabei. Unsichtbarkeit kannst du, glaube ich, schon. Dann gucken wir mal kurz in diesen Schleimpool.
Geld, ein Schnelligkeitstrank. Ja. Ein Schnelligkeitstrank. Als ob wir nicht schon genug von denen hätten, aber wir nehmen trotzdem mal einen mit. Beinahe unter meiner Würde. Und ich glaube, in diesen Höhlen bin ich mir sicher, dass es hier keine Fallen mehr, keine Fallen gab. Hier oben ist nur eine leere Ausbuchtung. Gehen wir erstmal hier rum. Ein Aaskriecher. Auf Speed. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen. Und eine ganze Horde Zombies. Okay. Da kommt noch einer. Ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So. Kannst du dich mal etwas heilen? Ja, hier war sicher, ist sicher. Anissa, guck mal in dem Punkt, was liegt da drin? Eine Goldblitz. Ja, gut. Okay. Da ist noch so ein Pool und ich mache noch mal einen Quicksave, sicher bei den ganzen Zombies. Hier was ist nichts. Beinahe unter meiner Würde. Hier ist ein Gang und ja, wie ich sagte, diese Säure macht Aua. Oh, und das hier, nee, das, daran kann ich mich noch erinnern. Diese befestigten Gänge hier, die kommen als letztes, da sollten wir als letztes reinschauen. Wir müssen, glaube ich, erstmal diese Schleimhöhlen vollständig abschließen. Und dazu müssen wir uns mit weiteren Aaskriechern auf Speed anlegen. Und einer ganzen Kompanie Zombies. Euer Leben liegt in meiner Hand. Meine Krieger wird dir erschützen. Zum Glück sind wir gut genug ausgerüstet. Ein Heiltrank. Ja, nichts leichter als das. Erstmal den Speedtrank zu Khalid. Und dann kriegt Yahira den Heiltrank rübergeschoben. Was? Wir haben definitiv immer noch zu viele Heiltränke. Nichts leichter als das. So, okay. Hier unten ist noch so ein Wabbelpool. War hier noch was? Nein, hier sind nur Pilze. Ja, zwischen Pilzen finden wir Heiltränke. Ja, nichts leichter als das. Oh Gott. Nicht, dass wir es bräuchten. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Bald können wir leider eh nicht ins Add-on, in den zweiten Teil übernehmen. Wir können eigentlich recht wenig in den zweiten Teil übernehmen. Aber ich glaube, dazu kommen wir dann später mal. Euer Leben liegt in meiner Hand. So. Da ist noch so ein komischer Pool. Aber da ist nur ein Meisterschurkentrank drin. Hier sehen wir nichts Auffälliges. Da ist aber wieder so ein Kriecher. Euer Leben liegt in meiner Hand. So. Der Aaskriecher auf Speed. Da ist nichts. Was ist dahinter? Da ist abgeschlossen. Okay, da sind Zombies drin. Schlagen die jetzt von drinnen die Tür ein? Jetzt hat Kali zwei ganze Stacks Geschwindigkeitstränke. Du bist ja ein komischer Kauz. Ich hab genug. Okay, immerhin schließ mal auf. Aua. 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 Ja. Gut. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich neu laden sollte. Ja, ich lade mal neu.
Gut. Achso, das war hier unten bei dem Pool. Beinahe unter meiner Würde. Ja, das heißt, hier drüben sind wir fertig gewesen. Jetzt sind sicherlich wieder Zombies respawned, oder? Ich weiß nämlich nicht, was hier unten Böses respawnen kann, alles.